Ein neuer Tag, eine neue Strecke. Über das Bergdorf in Galiläa geht's nach Porto Andratx und später nach Pagoeira und dann wieder zurück. Die meistern wieder über Palma. An der Universität vorbei. Ein guter Orientierungspunkt, der Steinbruch. Die Straße bis zur nächsten Ortschaft ist wunderbar zu fahren, da sind immer so in Wellen rauf. Von hier ab, links rauf, da wird die Sache schon steiler. Aber darauf zu fahren, da macht richtig Spaß. Alleine kann man sich das Tempo ja ganz gut einteilen. Hier oben gibt es ja noch einen Köhler. Wie man sieht, ich bin oben. Hier in der Kirche mache ich eine kleine Rast, da machen die anderen natürlich auch. Hier gibt es zwei wunderbare Cafés mit fantastischer Aussicht. In der Ferne kann man schon das nächste Ziel sehen, unten Porto Andratx. Jetzt sieht man besser. Kollegen bleiben noch hier, dann fahre ich schon mal vor, damit ich unterwegs was fotografieren kann. Das Dorf liegt übrigens auf 400 Meter Höhe. In der Abfahrt kann ich mit der großen Kamera natürlich keine Bilder machen. Ich glaube, das wird ein bisschen gefährlich. Ja, da musste ich auch mal kurz anhalten. Dann ein toller Blick. Jetzt schnell hinterher, sonst muss ich erst alleine fahren. Sonst habe ich ja keinen Windschatten. Städtchen Calvia. Ich glaube, das ist aber wieder Stammbaum.
einer von uns defekt, deswegen kann ich noch schnell ein paar Bildchen machen. Kloster in Palma vorbei, jetzt runter zum Meer. Ja, seit ein paar Jahren haben sie hier einen Radweg gebaut, von Palma nach Playa de Palma. Der ist zwar sehr schön, aber auch sehr eng. Allerdings natürlich über die normale Straße, aber hier am das hier entlang kann man mehr sehen. Der Teil 11 gleich auch wieder zu Ende. Jetzt geht es ins Hotel umziehen, da gehe ich vielleicht mal an den Strand. Ins Wasser weiß ich nicht, mal gucken, wie kalt das ist. Bis dann im Teil 12.